Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kerbal Space Program. In der letzten Folge sind wir mit unserer kleinen Rakete hier gestartet Richtung Mann. Und ich habe in der Zwischenzeit... Du kannst ja schon mal wieder laufen. Und wir haben in der Zwischenzeit, also ich habe in der Zwischenzeit im Grunde den Burn durchgeführt. Bob ist auch noch dabei, der fliegt hier dauernd rum und nervt mich. Den Apo-Ups erreichen wir in der Unendlichkeit. What? Ja, okay, der ist auch noch echt weit weg. Wo zur Hölle fliegen wir hin? Yo, Sonnen-Apo-Ups ist klar. Spulen wir mal hier vor. Wir überqueren jetzt den Strahlungsgürtel. Eigentlich müsste doch dann hier die Shielding langsam runtergehen, oder? Nö. Geht nicht runter. Ah, nee, fuck, das war jetzt Escape. Machen wir mal für den das Licht an. Licht an hier. So. Nur für Remote Control haben wir auch. Da ist der Mann. Und da wollen wir jetzt langsam mal hin. Bedeutet, wir spulen weiter vor und schauen, oh, wir nehmen schon Daten über die Station auf, die hier ganz knapp über dem Boden, Alpha Centauri, stimmt, Alpha Centauri V2 haben wir auch noch. Lebt da eigentlich jemand noch? So, ganz blöd fragt, da jemand noch hochgeschickt? Nee, oder? Glaube nicht, wüsste ich nicht. So, wir begeben uns mit einer Riesengeschwindigkeit auf den kleinen Mond hier zu. Nimmt uns ist immer noch Körben. Ah, schau mal. Siemens tut gerade an Kerbal Space Center übertragen, dass wir den Orbit vom Mond erreicht haben. Und jetzt einen neuen Manöverpunkt benötigen, damit wir... Bewegt sich das Ganze mal bitte. So. Damit wir bitte dann Richtung Kerbin kommen. Wie viel haben wir noch? Oh, das ist ein bisschen zu viel. Kann ich, wenn ich früher Bremse mehr leisten? Das war jetzt nicht der Plan. Hallo? Blödes Spiel. Das sind 500 zu viel. Er sollte Schub geben, das ist ja schlauer. Wie ist der Periapsis jetzt? Das müssen wir halt mehrere Turns sozusagen durch die Atmosphäre durchmachen. Aber das sollten die aushalten. So. Perfekt ausrichten. Es sind 16 Sekunden Schub, das sollte vollkommen ausreichen. Wir spulen bis zum Mond wieder vor. Natürlich, ja, wir sollten vielleicht auch mal die Infodaten des Comnet ausfahren. Die werden sich auch schon denken, wir sind abgestürzt. Der Geigerzähler wäre hier nicht von Nutzen, das wäre nicht von Nutzen. Wärst du von Nutzen? Du wärst von Nutzen. Mach Wissenschaft! So, aber ansonsten haben wir gleich alles hier schon gemacht mal. Was haben wir da noch? Nahrungsmittel und Wasser. Wir sollten Antenne ausfahren mal und geben dann eine gute Übertragung ready für hier. So, Antennen sind ausgefahren, diese kleinen Dinger da. In 7 Minuten ist unser Burnpunkt. Und das sollte vollkommen reichen.
So. Noch eine Minute vorspielen hier. Hier vorspulen. Komm schon. Das wird knapp. Das wird knapp, du. Das wird knapp, du. Bisschen noch, bisschen noch, bisschen noch. Komm schon. So, und Gas geben. Jetzt gibt das kleine Ding hier Gas. Aber wir haben ja alles schon gesammelt. Ich kann zwar alles starten, aber wir werden sicher keine Wissenschaftspunkte für irgendwas kriegen. Also würde mich auf jeden Fall wundern. Warum habe ich eigentlich nochmal Nahrungsmittel und Sauerstoff drin, wenn ich es außenrum überall hingebackt habe? Wie lange hält diese Wessel durch? Unendlich? Pff, jahrelang. Allein an Sauerstoff halten wir 2 Jahre durch. An Wasser und Essen halten wir 5 bis 4 Jahre durch. Da können wir einmal durch das Universum reisen, du. Das reicht ewig. Dafür das Schädelding nicht, das ist halt wieder der Nachteil. Wie schaut unsere Flugbahn aus? 46.000. Ja, hier vorspulen. Alter Leute, ich verstehe nicht Russisch. So, hier vorspulen. So, wir sind ganz weit außen jetzt wieder. Haben wir hier irgendwo die Daten? Da. Wenn ein bisschen was, wenn wir sammeln. Das ist natürlich cool. Wir können auch mit dem wahrscheinlich, wenn wir in die Atmosphäre eintreten, Daten sammeln. Mann, Stage 01. Oh, ist das Reaction Wheel ausgefallen. Da sollte ich vielleicht in der Zukunft auch mal wieder hingucken. Wir hätten hier sogar Platz für einen Docking Port rein, theoretisch, ne? Hui. Wenn man was Passendes hätte, könnte man das als Länder mitnehmen, wenn man außen so eine Rakete baut. So, dann brauchen wir hier Vorsprung. Das dauert einen Tag. Wie lange sind sie jetzt unterwegs? Ja, ein Tag. Sind 2 Tage unterwegs. Flugzeit passt. Alles im guten Bereich. Jetzt brauchen sie nur noch 2 Stunden bis nach Kerbin. Damit abgebremst, volle Wäsche. Und dann geht's in die Atmosphäre. Ich glaube eh, dass wir einmal durchschießen, bevor wir wirklich überhaupt Richtung Landung denken können. Wir sind halt doch ewig unterwegs. Hier vorspulen nochmal. Time to Pair-Ups. Es sind noch 23 Minuten. Immer noch Delta V übrig. 122. Das ist natürlich nicht mehr wirklich viel. Und schauen wir mal, was die Infos sagen. Tun wir hier irgendwas Schönes sammeln? Retrogate. Schauen wir, dass wir langsam, aber sicher alles an Reporten starten. So, jetzt gehen wir langsam vor, bis wir in der unteren Atmosphärenschicht sind. So, uppala. Einmal schnell den Rest runterburnen. Ah, stimmt, ich wollte die Klappen hier, die Solarpaneele austauschen. Da war was. Okay, und jetzt die Kappeln. Die Türen schließen, dann wird unsere... Werden die Solarpaneele auch gleich abreißen. Da hätten wir noch die falschen eingebaut. Und ja. Schauen wir mal. Wie viel hat es geholfen? Absolut nichts. Aber er sinkt. Ihr seht schon, wie schnell der sinkt. Wenn wir jetzt hier so ein bisschen Physik Warp anmachen... Dann sinkt der schneller wie die Polizei. Okay, uns hat's voll erwischt. Wir sind voll im Hitzefieber jetzt gerade. Uiuiuiui. Ungültige Situation. Warum eine ungültige Situation? Das ist ganz schön heiß hier. Aber die Höhen... sinken sehr schnell, bedeutet wir sind, oh ja, wir sind schon fertig. War zwar extrem hohe G-Kräfte jetzt beim Einstieg, aber
Wir sind gut reingekommen und die Landung ist jetzt auch bald nicht mehr so fern. Wie weit fliegen wir noch? Oh, bis auf die dunkle Seite. So, dass wir auf jeden Fall nichts sehen können in der Videos. Ja? Ja, Katastrophe. Wir haben noch 1900 Meter pro Sekunde. Auf und Daro. Alles brennt mal wieder. So typisch. Aber ja, was hätten wir sonst erwartet? Was hätten wir sonst erwartet? So. Wir bremsen runter. Perfekt. Jetzt können die Bremsfallschirme ausgefahren werden. Ich sehe nichts, Jungs. Es ist schwarze Nacht. Was soll denn das? Alter, wir fliegen immer noch mit 200 Meter pro Sekunde hier durch. Das ist ja brutal. Oh, Wolken. Hallo. Hallo, Wölkchen. Achso, ich spule ja auch noch vor. Ich spule ja immer noch vor. Wie hoch öffnet ihr euch? 2500 Meter. Und wie es ausschaut, landen wir im Wasser. Ich sehe auf jeden Fall keine Unebenheiten. Schauen, ja, das ist Wasser. Eindeutig Wasser. Wir sind immer noch mit fast 100 Metern pro Sekunde unterwegs. Aber das ist auch gut so. Weil dann kommen wir tiefer noch. Ich will so tief wie möglich. Okay. Bremsfallschirme haben uns runter reduziert auf wie viel? 20 Meter pro Sekunde? Ja, das kommt hin. Ja, eindeutig. So, jetzt haben wir noch 1000 Meter vor uns fast. Ein bisschen mehr. Ich spule mal wieder ein bisschen vor, weil wir brauchen noch eine Ewigkeit, bis wir nach unten sind. So. Und jetzt haben wir die 1000 erreicht. Jetzt sollten wir die Hauptfallschirme öffnen. Und die Geschwindigkeit reduziert sich auf gemütliche 6 Meter pro Sekunde. Wieder vorspulen. Wir sind mitten in der Schwarzen See hier, da oben. Da waren wir vorhin noch. So vor 2 Tagen waren wir da oben. Ungefähr hier. Das könnte Joule sein. Grüner Punkt am Himmel. Könnte es echt sein, ne? 100 Meter noch. Jetzt machen wir mal hier ganz ruhig. Barometer ist immer noch in einer ungültigen Situation. Die Sachen tun nur lustigerweise noch Daten sammeln. Das finde ich erstaunlich. Habe ich da nichts gesammelt damals oder was? Okay, das sammelt jetzt noch Daten, aber wir sind hier auf dem Wasser. Und so viel Zeit haben wir nicht, ganz ehrlich. Bullshit, Fahrzeug. Bergen. Perfektos. Perfekt. So wollen wir das haben. Und das passt doch so. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir halt den Booster ein bisschen massiver bekommen. Weil irgendwie hat das ja nicht so geklappt. Aber ich überlege gerade, was ist, wenn wir Booster bauen, die nur 2 haben und dann reise links und rechts nochmal so einen Booster dran bauen mit KI-Steuerung. Das wäre doch auch was Feines, oder? Wir müssen mal so ein. Wir testen jetzt so einen Booster. Wir testen jetzt so einen. Und dann schauen wir, was ist, wenn wir koppeln und abkoppeln und dann eine Landung einleiten, weil die müssen ja dann sozusagen früher abgekoppelt werden, sich umdrehen, zurückfliegen. Das ist gar nicht mal so einfach. Das ist kompliziert. Das müsst ihr euch vorstellen. Das ist Hirnmasse hier oben. Und wenn es richtig gut hingeht, könnte man das mit Kost programmieren. So, natürlich keine Wissen. Doch, 12 Wissenschaftspunkte, was? 0,5 haben wir bekommen. Ja, ich meine, etwas. Das ist Müll. Warum ist da Müll? Warum liegt da Müll? Wo kommt der Müll her? Na gut, Leute. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.